Willkommen zurück, Freunde des Galiotum-Sports auf Zombie Army Trilogie. Jawohl, Virus hat Spätschicht und ja, von der Frühschicht in die Spätschicht rüber. Ja, das ist sehr erstaunlich, muss ich sagen, weil du kannst morgens früh ins Bett gehen. Besonders du kannst abends früh ins Bett gehen, weil du tierisch müde bist. Aber dafür stehst du morgens dann auch ziemlich früh auf. Und somit habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ich wieder los muss und kann für euch was aufnehmen. Geil. So, Colt haben wir aufgenommen. Ich habe das schon mal gemacht. Aufnahme testen. Und zwar 7 von 13. Wir werden das erstmal genau. Trockenen Hals, Entschuldigung. So. 10 von 53. Gibt es noch eine. 7 und dann 10. Nein. 5. Ich hatte eine mit 15. Weil ich Aufnahmetests gemacht habe. Und dann nehme ich doch da mal. Ja, 15 von 100. Genau, die wollte ich haben. Ja. Da haben wir ein paar mehr Schuss davon. So, dann hatten wir 30 von 100, aber die hatte ich, glaube ich, vorhin gewechselt. So, 32 von 100. Ne, die war es nicht. Die hatte so eine Trommelfeuer an der Sackkanone. Ne, die war es auch nicht. Ja, die war es. 71 von 71. So, jetzt gehe ich rüber. Jetzt pass mal auf, wie die Munition hochgeht. Ups, 355. Das ist schön. Ja, freut sich der Virus. So, wir haben jetzt etwas mehr Munition. Ja, wir gucken uns zum Ende noch die Handfeuerwaffe an. 8 von 80. Ja, besser denke ich geht's nicht. Die lassen wir auch drinne. Und dann ist gut. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. So, wollen wir mal gucken, was war. Mit was jetzt? Innovidien, ist doch grün. Rot. Ach, ich muss direkt davor stehen. Oh, schau. Oh Mann. Ja. Ich muss runterspringen, sonst passiert nichts. Bucka, bucka, bucka. Das Atmen hat er gut drauf. Und meinen Aufnahmen ist es aufgefallen, dass ihr das Auge immer rüber wandert. Hat was damit zu tun, weil ich eine Hornhautverkrümmung habe. Das blöde Ding zieht immer, aber das habe ich schon seit Kind irgendwie mal gekriegt. Könnte ich zwar operativ entfernen, habe ich mir damals mal sagen lassen, aber dafür muss sie ausgewachsen sein. Neues Ziel, sichere den Lastwagen. Oh Mann, ich muss erst mal wieder rein, ich habe länger nicht mehr aufgenommen. Ich habe nur in letzter Zeit, ja, erstmal Mafia 3. Boah, das gibt's ja gar nicht. Ich bin so schlecht. Lastwagen sichern, ja, aber ich will die erstmal wegmieten. Da hängt jemand dran, ne? War mal gespannt, wo ich den jetzt treffe. Boah, in die Schläfe rein. Sehr scheiße. Sehr geil. Wow, da fliegt die Patronenhülse hoch. Oh Mann. Halb durch Schulterblatt. So, der Kopf ist weg. Laden wir nach. Kanister. Da können wir Feuer mitmachen. Ich
Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt hier noch mit Scharfschütze zu tun kriegen, wie in der Einaufnahmefolge, wo... Momo, die Tür ist hier. Wir müssen hier, müssen wir. Alter Verwalter. Oh, ich muss hier erstmal raus, ey. Wow. Ich hab vergessen, wie ätzend diese Steuerung ist, ey. Was mach ich jetzt? Alter. Ja. Oh, oh. Wie soll ich denn da wegkommen? Wie soll ich denn da wegkommen? Die kommen ja von überall. Hier. Heftig, ey. Oh Mann, ey. Abspeicherpunkt nochmal. Genau, erstmal wechselst du darüber, damit ich was sehen kann. Buch von 100. So, warte mal, war die 71. Genau. So, jetzt haben wir die wieder gewechselt. Alles andere haben wir voll. Genau, jetzt sind wir wieder zu den. Ja. Genau, alles klar, sehr schön geladen haben wir. So, der Friedhofsgärtner mit der Schippe ist wieder da. Da hat sich nichts geändert. Die Kugel knallt, der Deckel fliegt hoch. Ohne anzuvisieren, großartig. Auch ja, er sollte es eigentlich hinter sich haben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von hier oben runter, dass ich die draußen alle bekämpfen kann? Weil hier oben habe ich, denke ich, nicht die Chance. Aber ich denke, wie kann ich die jetzt, wie kann ich die von hier oben alle platt machen? Na, der kommt wieder. Der kommt wieder und dann blase ich ihm da das Messer aus dem Kopf. Gebe ich ihm hier. Oh, das gibt's ja gar nicht, Alter. Der Typ ist ja hartnäckig, Hand zur Wurzel beim Scheiß. Na komm schon. Eine abgebrochene Klette. Ja, genau. Das funktioniert. Er möchte mal wissen, wie lang die Klinge und wie breit die im Kopf steckt, damit die so kaputt geht und abfliegt. Das ist irgendwie unlogisch. Ah, okay. So, ja, was so. Vielleicht da jetzt erstmal gerade mal ein bisschen. Lange kann ich da nicht bleiben. Wow.
Geh doch! Nicht doch. Wo läuft? Ach, diese Steuerung. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll? Oh. Hä? Rennst du doch mal? Oh Mann. Oh, nein. Ich komm da nicht weg. Also, bevor ich darüber gehe. Okay. Ich muss da dran vorbei, damit ich von da ist erstmal das, was von hinten kommt, platt machen kann. Ey, man muss ja aber wissen, keine Ahnung, wie der Colt ist. Vielleicht ist er ja besser als das, so. Gut, machen wir das. Na, 30. 71. 71, 3, 55. Sehr schön. Hei. Okay, auf ein neues. Diese Stelle ist aber... Also es wird ganz schön hartnäckig, das Spiel. So, dann legen wir direkt mal was hin. Die da unten, die können wir lassen. Da spielt keine Geige jetzt. So, wir wechseln jetzt erstmal direkt hier rüber. Ich muss ja gucken, dass ich davon ein bisschen was gemacht kriege. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, heftig. Zum Glück brauche ich nicht so lange zum Nachladen. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, komm mal hier hoch. Ein bisschen Munition haben wir noch. Mais erst Platz, vielleicht kann ich ja noch mal Munition einsammeln. So, mal. Darüber. Das gibt's doch nicht, Alter. Manni, halt still! Nein. So. Bevor ich da hinten weitergehe, somit habe ich dann hier ein bisschen Spielraum. Ich brauche den Spielraum hinter dem Spiel. Gehst du jetzt mal? Nein, der steht doch wieder auf. Oh, Manni! Sehr schön. Ah! So. Was ist der Bahnhof? So, da hinten müssen wir weiter. Sehr schön. Jetzt haben wir das geschafft. Wow. Eigentlich ist es ja einfach, wenn man weiß, wie. Da muss ich dann mal ran an den Sprengraum. Oh, warte mal zurück. Also Munition kann ich jetzt nicht mehr aufheben. So, 15,65 schafft. Das ist wenig. Du schaffst jetzt aber echt wenig.
Vielleicht hätte ich ja doch nicht die Knarre tauschen sollen. Das war vielleicht ein Fehler gewesen, weil die andere hat dann auf Dauer mehr gehebt, glaube ich. So. Müssen wir mal gucken, dass wir hier hinten. Kriegen wir von da aus nicht alle geplättet. Keine Ahnung, bin ich da, ob ich was ich jetzt getroffen habe. Das ist echt heftig. Diese Knarre lädt zwar ziemlich schnell nach, aber... Wow! Okay, den treffe ich jetzt. Ich muss gucken, dass ich mit die vom Hals halte. Damit ich den Maschinenotze... Noch. Oh! Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Das ist aber bestimmt... Oh, das war mal knapp an der Mauer lang, Alter! Schneller da! Boah, das gibt's ja gar. Halt! Jetzt reicht, Alter, die. Ja. Dann moppe ich euch hier ab. Ja gar nicht, ey. Da geht die ganze Munition drauf. Ich brauche die gleich noch für den fetten Bremser, ey. Das war hier oben. Wow. Ah! Der Knallfrosch ist schon hier. Mann, du sollst doch die Scharfschützenknarre wechseln. Oh, Kerl. Der gibt aber auch nicht auf, ey. Oh, ich dachte, ich krieg den jetzt, ey. Ich... Ah, dieses Arschloch. Mann, ey. Das hat aber ganz schön in sich, ey. Ja, ja. 15. 15 Mal auf das Totenmannskies. Da hat noch Boden vollkommen. Ach, du lädst also nicht nach? Volt aufnehmen. Jawohl, ja. 32, 160. Jetzt nehmen wir mal Munition auf. Ich hatte hier keine Munition. Das jetzt ein Bug oder was? Nimm ich mal eine andere, vielleicht ist sie ja besser. So, 30 von 30. Mal hier nochmal. Aha. 10 von 100.